Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute begegne ich ein Geheimnisverrat. Ich verrate euch nämlich mein liebstes Schaschlik-Rezept. Und wie das funktioniert, zeige ich gleich. Viel Spaß dabei. Ja, das ist jetzt nicht so ein Schaschlik-Rezept, wo man doch irgendwo in der Mumpe ewig stehen lässt, sondern so ein schönes, großes, scharf angegrilltes Schaschlik, was so richtig Bums hat. Und da brauchen wir ein paar Zutaten zu. Als allererster braucht man richtig Fleisch. Das ist in dem Fall meiner Meinung nach der Schweinenacken. Da habe ich so 1,2 Kilo hier vor mir. Dann an die Würzen habe ich diesmal ja kein Tütchen dabei. Verrückt, oder? Sondern ich habe hier Paprikapulver-Edelsüße, das ist das obere. Und unten drunter ist ein bisschen Cayenne-Pfeffer. Und zwar ist das Cayenne ist ein Teelöffel voll und Paprikapulver ein Esslöffel voll. Zwei große Knoblauchzehen gehackt. Hab hier ein Schnapsglas voll mit, nicht mit Schnaps, sondern mit Zitronensaft. Und hab hier die Heimzutat. Und das ist kein Vanillepudding, sondern das ist Mayonnaise. Und das alles fügen wir gleich zum Schaschlik zusammen. Dann habe ich hier vorne noch Spieße, also ist egal, ob ihr so einen Spieß nehmt, solche oder welche Spieße ihr auch immer haben wollt. Wichtig ist, ein Spieß in der Mitte durch ist. Da muss man die Wissenschaft ja nicht so groß drum machen. Was wichtig ist beim Grillen, ein scharfes Messer und ein Brett. So, jetzt haben wir hier ein Stück Schweinenacken vor uns und ihr siehst, hier oben hast du manchmal noch ein bisschen so, na, hier Döns dran, das brauchen wir nicht. Tun wir zur Seite und schneiden die jetzt erstmal in Würfel. Was heißt die Döns? Also Knorpelstückchen so, das ist eigentlich nicht so optimal. So. Wie dick sollten die Scheiben jetzt sein? Na, Scheiben ja nicht. Wir schneiden Würfel draus und die sollten so, na, so groß wie eine Kinderfaust sein. Ungefähr so. Also aus so einer dicken Scheibe, wenn man so zwei, drei Würfel, je nach Dicke der Scheibe macht, so sollten halt richtig, richtig Bums haben. Also so eine kleine Mini-Stückchen auf dem Schaschlik-Spieß, das mag ich immer nicht so. Also so doppelt so groß wie ein Gulasch-Stückchen, oder? Ja, ja. Das würde so. Hat man so Vorstellung. So, genau. Und was wir machen, ist für zwei wirklich ordentliche Schaschlikspieße, also für zwei richtig gute Esser. Bei unserer Marinade ist es so, dass wir jetzt auf die Mayonnaise unseren Knoblauch geben. Wer hätte das gedacht? Und oh Zauber, oh Wunder, natürlich auch unser Paprika und unser Cayennepfeffer hinterher. Und unseren Zitronensaft. Und dann vermischen wir das halt immer miteinander. Und dann geben wir im Prinzip bloß noch unser Fleisch dazu. Zack, versenken das da drin. Und ich nehme jetzt die Hand, das ist bei Handschuhe an. Dann mischt immer richtig durch, dass wirklich die Mayonnaise überall rankommt, dass das richtig schön von der Mayonnaise umschlossen ist. Und jetzt haben wir natürlich ein relativ saures Milieu hier drin und das wird dafür sorgen, dass das Fleisch schon richtig zart wird, bevor das hier rauskommt. Weil die Marinierzeit bei dem beträgt jetzt tatsächlich so 24 Stunden, da sollte man sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen. Weil hier geht es natürlich nicht nur darum, irgendwie Geschmack ans Fleisch zu bringen, sondern auch die Struktur vom Fleisch zu verändern, also dass es zarter wird. Und das schaffst du halt nicht, wenn du mal so irgendwie 10 Minuten durchknetest. Und das ist bei so großen Fleischstücken natürlich der Faktor Zeit und diese Ruhen lassen im Kühlschrank, das, was dich am Ende weiterbringt. Deckel drauf und auf Wiedersehen bis morgen. Also ihr merkt schon, das ist kein Gericht, was man mal kurz nach Feierabend zubereitet, sondern da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Was, drehst du das nochmal oder rührst du mal um? Genau, ich werde das heute Abend mal nehmen und einfach mal durchschütteln. Das reicht vollkommen aus. Der Swoosh ist roh und das ist ein bisschen Zeit verstrichen. Und guck mal hier, so sieht's aus. Also ungefähr noch so, als ob wir, wo wir das reingelegt haben. Und ich würde sagen, wir spießen mal jetzt ein paar Spießchen auf. Ich denke, es ist kein großes Keksenwerk, nimmst also einen Spieß, ein Stück Fleisch, spießt es durch und machst du so lange hier mit den Fleischstücken und mit den Spießen, bis im Idealfall alle gleichmäßig bestückt ist. Ich denke, das kriegt ihr hin. Man merkt schon, wie sauber und wie leicht das durch dieses Fleisch auch längst durchläuft. Also. Ist weicher geworden, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Und immer schön stecken. Guck mal hier in der Schüssel, das ist Zwiebelsalat, ein ganz einfacher. Und zwar besteht ja bloß aus kleinen geschnittenen Zwiebeln und ein bisschen Gurkenwasser. Wenn man das mal so 10 Minuten stehen lässt, hat man schon so eine kleine frische Nummer. Die Mayonnaise muss jetzt nicht alle mit auf den Grill, sondern kann man so ein bisschen abstreifen. Das mache ich jetzt hier noch bei all den Schaschlikes. Also wenn ein bisschen was dran ist, in Ordnung, aber ich meine, das besteht zum Großteil auch aus Öl. Und das macht natürlich, wenn da zu viel von drauf ist, macht das riesen Fettbrände und saut die halt richtig den Grill ein. Und wenn das jetzt ungefähr so aussieht, dann ist das in Ordnung. So, Grill ist heiß und da legen wir jetzt unsere Schaschlik drauf und drehen die in schnellen Abständen. Wie heiß ist der Grill? Naja, etwas zu heiß, wenn du rüber merkst schon, da ist richtig Ballett drin. Bei zwei ziehst du zurück. Wenn es gleich halt runterkommt, das ist dieser Fettbrand, der befürchtet ist. Deshalb packst du deinen Grill auch nie voll mit den Dingern. Sondern irgendwo Platz lassen, dass du mal was zur Seite tun kannst. Dann kannst du da relativ entspannt agieren und musst jetzt nicht da fürchten, dass du ein riesen Theater drin hast.
Guck mal, beim Umdrehen siehst du schon, wie schnell die Farbe ziehen. Genau so muss das sein. Hier wieder Flamme, das heißt wieder zur Seite legen. Hier ein bisschen Platz schaffen. Einfach immer ein bisschen gucken. Und diese Schaschlik, die kannst du echt relativ schnell und relativ oft drehen. Und das machen wir jetzt so 7 bis 10 Minuten. Grill können wir ausmachen. Der war nur noch auf 10. Stufe. Hat jetzt tatsächlich so 7-8 Minuten gedauert. Und ihr seht, die wunderbar schön, was die für eine Färbung bekommen haben. Die Beete packen wir hier nach rechts oben zum Warmhalten. Und den kleinen, den essen wir jetzt gemeinsam. Jetzt salze ich nochmal immer ganz leicht rüber über die Dinger. In der Mayo war natürlich nicht viel Salz dran. Und Fleisch braucht man ein bisschen Salz. Aber bevor das so auslaugt, mach ich dir lieber jetzt an der Stelle im Nachhinein ran. Da passt es viel, viel besser. Jetzt ziehst du so ein Ding ab. Dann klassischer Mittelschnitt mit dem Messer. Guck mal hier. Geile Farbe, oder? Mhm. Und kein Schaschlik ohne Zwiebeln. Und deshalb nur eine schöne Portion Zwiebeln oben drauf. Und dann auf euch hier rein in die hohle Birne. Mmh. Da nimmt er ganz schön den Mund voll. Mm. Ich weiß, warum das mein Lieblingsrezept ist. Mm. Mm. Das ist so reichhaltig, würde man sagen. Wa? Also, du hast das Fett da drin, du hast natürlich ein bisschen Zucker außen dran, du hast diese Mayonnaise, was aber so ein bisschen angebacken ist. Das ist super zart. Frische Zwiebeln sind eh nie ein Fehler. Die Säure aus dem Salat mit dazu und nochmal auf euch. Mmh. Mmh, gottverdammter Knüller. Und ihr habt selbst gesehen, das Schwierigste daran ist, dass man ein bisschen Zeit für braucht beim Einlegen. Aber von der Marinade selber her, also von dieser Mayonnaise-Marinade, ist überhaupt kein großer Akt. Man muss extra ein Tütchen kaufen, einfach muss ein paar Zutaten, eine Handvoll. Und geil gemacht, und ihr seht, ihr braucht kein Mangalgrill, sondern einfach auf einem normalen Grill. Auch ein Kugelgrill wird funktionieren bei so mittlerer Hitze. Direkt grillen, auf dem Mangalgrill geht auch so. Also, ich kann euch bloß raten, mach mal ein paar Schaschliks, und zwar macht die genau so, und du wirst mit garantiert nicht enttäuscht sein. Ansonsten, was ihr dringend machen müsst, ist einen Daumen nach oben da lassen, den Eduard dann wohl wollen, einen Kommentar. Oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Geil. Boah, geht man hier, das ist mega.